Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jeden Morgen dasselbe mit dir. Ja. Werden denn die Fahrpläne jetzt geschätzt, Rudi? Schätzt du immer, wann du mit deinem Auto irgendwo hinkommst? Ja, also ungefähr, wie hieß es noch bei der India, sie kommt heute an, ne? Achso, beim Fliegern habt ihr es auch gemacht mit dem Schätzen. Ja, ich meine, wann kommt der Flieger ungefähr an? Ich habe ja gedacht, ich falle vom Glauben ab. Heute der Chef der EVG, Burkhardt, bestätigt indirekt, dass alles geschätzt wird und dass Fahrplangestaltung ja ein sehr komplexes Thema wäre. Also so eine Aussage schätze ich sehr. Okay. Ich schätze auch, dass der Mann tatsächlich recht hat und dass er sich mit dieser Behauptung der Komplexität einfach seiner Verantwortung entziehen wollte. Das ist so ein Trick der 68er, wenn sie was nicht hingekriegt haben, dann ist sehr komplex, kriegen wir so nicht hin. Ja, was der als Abiturgedicht gehabt hat, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich klar, dass so ein Kursbuch also ein Fahrplan, Kursbuch auswendig zu lernen, schwieriger ist als Schillers Glocke. Weil da hat er schon recht. Das ist schon sehr komplex, ja. Ja, genau. Also es sind schon richtige Eichhörnchen irgendwie. Die Die fahren aber nicht Ausreden, Bahn. die Ausreden sind vielfältig. Das ist im Prinzip zum Thema Schuldenbremse für Fortgeschrittene eine Ausrede. Wir schätzen die Fahrpläne jetzt. Also ich finde, das ist im Prinzip ganz einfach. Wenn man nicht, wie die Frau Merkel das gemacht hat, die Deindustrialisierung eingeleitet hätte, dann bräuchte man heute auch keinen Investitionsstau, zu beseitigen, der ja über die letzten 16 Jahre aufgelaufen ist, ne? Ja, Bei aber das Autobahnen. macht ja Politik gar keinen Spaß, wenn du gar keine großen Herausforderungen hast. Und vor allen Dingen, wenn du selber dann in der Opposition bist, brauchst du ja eine Regierung, an der du dann rumnörgeln kannst, weil sie das so schnell gar nicht hinkriegt, wie ihnen die Wie Aufgaben fortlaufen, ja. so schnell. Guck mal, die 16 Jahre hat die Angela das gemacht und das kann man jetzt nicht so schnell mal nebenbei, kriegt man das nicht irgendwie wieder weg alles? Da muss man doch nur, Nein, da muss der soll Olaf ja doch nur auch mal ein nicht. Machtwort sprechen, oder? Ja, am besten zweimal täglich oder dreimal täglich. In der katholischen Kirche wird ja auch noch immer heutzutage mehrmals gebetet am Tag. Ja. Jo. Das ist so. Naja, also es ist wirklich, Münkler sagt, die Vertriebswirtschaftlichung der Volkswirtschaft ist halt nicht angesagt, aber ist gemacht worden. Und dann placken wir uns rum mit diesen erbsenzählenden Porsche-Fahrern, die einen auf Finanzminister machen, oder? Ja. Das Blöde ist ja, auf Sylt kommt er gar nicht rauf. Da muss er in ein fremdes Land fahren, nach Dänemark, damit er mit der Fähre nach Sylt kommt. Oder er muss auf die Bahn zählen. Auf die Parzellen, die schätzen, wann er ankommt. Oder wenn er ankommt. Ja, ist so. Es gibt es nur noch über den sogenannten Hindenburgstamm, fährt nur die Bahn. Ja, Mein Hund ist da muss wieder. selbst dein Haushund einen Kommentar abgeben. Ja, das ist halt, wie es ist. Aber die Themen gehen uns in Sachen Schuldenbremse auch überhaupt nicht aus. Ja, sogar mein Hund ärgert diese Themen. Ja. Das zu Recht, ja. Wir haben auch noch so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die Armutsgefährdung von Rentnern. Ja, das finde ich ja auch herzzerreißend. Als wir in den Anfang 2000ern gegen die Absenkung der Rentenhöhe und die Erhöhung des Rentenalters demonstriert haben, wollte es ja keiner wissen. Ne? Die fanden das ja alle gut, wollten alle mehr arbeiten und auch weniger Rente haben. Und heute jammern sie Krokodilstränen. Ne? Ja, was ja eigentlich im Prinzip ist es ja Blödsinn, weil die Renten sind in den letzten Jahren, also im letzten Jahrzehnt, weit stärker gestiegen als die Gehälter. Also von da kann es nicht kommen. Also von der Berechnungsgrundlage
kann es nicht kommen. Mit Sicherheit kommen jetzt all diejenigen in die Rente, die Brüche im Arbeitsleben hatten. Zeiten der Arbeitslosigkeit und. Ja, Ja, also ich finde, inhaltlich wäre das wirklich mal so ein kleines extra wert, wo wir mal genau hingucken, wie berechnet sich Rente, das alle mal transparent machen und wo wir uns dann auch nochmal mit der Leistungsorientierung der Rente auseinandersetzen können. Was ist leistungsorientiert bei Rente auch genau? So, Harris und Biden sind ja guter Dinge, habe ich den Eindruck. Ja, ich hoffe, dass das anhält. Ja, Das nee, ja, gut. der arme Trump ist jetzt der Politopa, der einzige, der noch übrig geblieben ist. Und könnte ja sein, dass ein paar ganz hartleibige in den Monaten bis zur Wahl, bis November, das auch in den Kopf kriegen, dass der also nicht viel jünger ist als der Biden. Das stimmt. Da Und sollten wir mal. der hat den Schritt getan und hat sich in die zweite Reihe gestellt. Ist doch gut. Oder in die dritte Reihe. Also Biden hat das auch gut gemacht, finde ich. Man sollte dem Mann danken und wir sollten mal auf die amerikanischen Wähler vertrauen, dass die auch ein etwas sozialeres und etwas gerechteres Amerika haben wollen, was nicht stärker bewaffnet ist, sondern was vielleicht insgesamt auch ein bisschen friedlicher ist. In Also das diesem war schon Sinne, mutig. Das war schon mutig von beiden, ja. wünsche ich Also so euch. abtreten ist nicht so einfach. Also wir müssen jetzt ja auch, weil die 5 Minuten um sind. Genau. Macht's mal gut, ne?